Hallo zusammen, heute mal zu dritt unterwegs. Liebe Ankat ist mit dabei. Hi Ankat. Hallo. Hi. Und liebe Lilly, die ist allerdings heute etwas so im Stilleren unterwegs. Vielleicht ab und zu mal so ein kleines aus dem Hintergrund, aber kriegen wir schon hin. Wir gehen heute mal in Manticore auf Lau. Und wenn jetzt hier, ich glaube, der will auch mit hier, der Moralatops, der kämpft gleich auch mit. Ja, wie gesagt, wir wollen uns jetzt mal den Manticore einfach auf Low angucken. Aber irgendwie nervt er gerade hier, ne? Ja, ist immer das Gleiche mit denen. Aber ich muss mal eben hier. So. Immer das Gleiche. So, kann er wegrennen, dann überlebt er. Genau. So. So, damit hätten wir den ersten Gegner in die Schranken gewiesen. Und jetzt geht's. Also erster Versuch, zwei Quetz, drei Leute, drei Geschütze, jede Menge Mut und Muffensausen. Auf los geht's los. Scheiße. Wie gesagt, runter vom Quetzel, einfach hier warten, genau, und dann mal reinkommen, direkt an die Wand dran und dann hoffen wir, dass es funktioniert. Da geht die Mauer hoch. Die Glücke. Also ich habe noch gar keine Erfahrung. Ankat und Lilly sind schon alte Hasen. Die haben den schon einmal gelegt. Genau, alte Hasen. Wie gesagt, jetzt nichts wie auf den Quetzel. Aber meiner stickt in deinem drin. Da fängt es schon an. Genau. So, hinter uns und hier an der Wand hoch. Genau, hier hoch. Oh, da kommt er schon. Achte. Genau, am besten hier bleiben. Dann auf Geschützturm wechseln und dann einfach warten, bis er vor die Brücke kommt und dann einfach rein damit. Ja, kriegen wir hin. Da ist er. Ach, kommt der auch hoch? Sollte in jetzt mal 4 Minuten schaffbar sein, wir haben es zu zweit in so circa 6 Minuten geschafft. I hope so. Aber das gerade mit deinen schwitzigen Händen, das stimmt, oder? Da haben wir auch. Ja, fängt so ein leichtes Zittern an. Jetzt ist er quasi wieder hinter der Brücke, was ich gesagt habe. Das ist da ein bisschen blöd, ihn zu treffen. Aber sobald er herkommt, volle Breitseite rein. Achso, Reichweite ist noch, okay, weil ich höre dich jetzt noch schießen. Ist noch, aber je weiter er weg ist, wird es schwieriger, den Hitmarker zu bekommen. Mhm. Und da die Munition ja ziemlich abgemessen sein sollte, da die ja nicht gerade billig ist, kann man sich die Munition eigentlich fast sparen, bis er wieder hierher kommt. So schnell heilt er sich nicht. Ja, vor allen Dingen, er kommt ja auch immer eigentlich ziemlich nah ran. Ne? Ja, ja. Will es genau wissen. Scheint so ein bisschen ein toter Winkel zu sein hier. Wieso? Wie du siehst, er greift weder an noch interessiert es sich so wirklich für uns. Es scheint, als wärst du quasi in der Luft wie unsichtbar für ihn. Ja gut, eigentlich ist ja auch die Map oder SE dafür bedacht, dass keiner mit dem Quetz hier rumdüst, oder? Ich weiß, dass es am Anfang so war, dass viele mit Autoturrets und den Abwehrpflanzen gearbeitet haben, um ihn zu verlangsamen und dann mit Autoturrets niederzumachen. Inwiefern es so gedacht ist, weiß keiner so wirklich. Ich hatte nämlich die glorreiche Idee, bei Brutmutter oder beim Affen einen gepanzerten Paracer, eben in dem Stil, was du hattest, mit Quetzel. Hm? Bei Schütztürme drauf, dann bist du eigentlich weg vom Groben. Das funktioniert aber anscheinend nicht, du kannst laut Aussage von anderen keinen Paracer mit reinnehmen. Ah, der blutet ja schon ganz gut. Okay, jetzt hat er ordentlich was gekriegt. Ah, ach, da ist er. Jetzt habe ich einmal auf meine Munition geguckt.
vielleicht nachladen muss. Kann schon im Innenzeiten quasi. Ah, viel hat er nicht mehr. Leichten Tatterich habe ich. Wie man nachher so im Zielen sieht. Ja, ist ein bisschen zittrig alles. War gestern bei uns auch so. Also, ja. Du wirst dann leichte Cooldown verspüren quasi danach. Ja, versteckt sich kein hinter der Brücke. Da, das ist so. Das erste Mal ging ja schief bei uns mit dem High-Level-Quetz, aber diesmal, du siehst, also jetzt so langsam werden auch die Golems ohne Waffen und die Todeswürmer, die sich da jetzt Richtung uns bewegen. Ja, stimmt. Also, es geht am Ende zu mit ihnen. Ja, der ist auch schon schön rot. Ja, der fällt gleich. Minute vielleicht noch. Auf jeden Fall sind wir zeitlich ziemlich gut. So, ja, dann schaffen wir. Da hat nicht mal viel. So, ich muss mal eben wechseln. Also Munition nachladen. Ich habe nur leider jetzt vergessen, die direkt am Mann zu machen. Nö, ich will ja mit... Ach! Jetzt war ich bei den letzten Schuss nicht dabei. Aber du hast die Unlocks bekommen, denke ich mal, oder? Ja, ja, klar. Jetzt nur nichts wie hin, also ist jetzt eine böse gemeint, aber wegen dem Element. Nee, kein Ding, haut rein. Schnappt euch, nehmt euch und so weiter. Okay, wir sind auf ihm. Wo ist er denn? Da ist er. Jetzt düse ich doch auch direkt nochmal hin. Ja, im Futtern darf man nicht, man muss wahrscheinlich per Hand looten, ne? Ja. Ich werde auch nochmal reingucken, hoffe ich kann ich das. Komm aber nicht an ihn ran, komischerweise. So, XX Inventory. Jo, 25 Stück. Genau, einfach mitnehmen. Hab weil ich komme momentan gerade nicht ran. Bei mir ist es ein bisschen buggy gerade. Ich hab. Und jetzt hier warten, oder? Jetzt warten und dann kommen wir quasi wie vorher auf die Plattform. Genau. Ah, okay, jetzt schon. Oh. Und dann war das quasi Manticore auf Easy. Da hat man ja wirklich nur eine Minute. Ja, es ist, also wie gesagt, ist ziemlich knapp bemessen. Ja. Muss man sich ranhalten mit dem Element holen, also ja, wer das, trödelt, bekommt das stimmt. Nichts am Ende. Das stimmt. So, also mir hatte jetzt drinnen zwei volle Geschütztürme. Ich und meine Freundin haben beide aufgeladen nochmal mit jeweils 1200 Schuss. Ja. Und habe jetzt jeweils nochmal 715 und 796, also beide nochmal 400 Schuss verbraucht. Macht bei uns zusammen 1600 mal 2, 3200 Schuss circa. Ja, und bei mir eine komplette Ladung, also 1200. Genau, also mit dem, was daneben ging, denke ich mal mit 2,5 bis 3000, wenn alles trifft, locker dabei. Wir haben es geschafft, ersten Versuch, knapp 4 Minuten, 5 Minuten, muss ich nochmal genau auf den Timer gucken. Keiner von uns Schaden bekommen, ja, außer der Manticore. Und damit können wir uns eigentlich auch schon wieder verabschieden. Recht kurzes Video, aber ich denke mal ziemlich erfolgreich. Danke an Ankat, danke an Lilly, dass ihr beiden dabei wart. Gern geschehen. Dass ihr das auch so schön erklärt habt, also dass Ankat das auch so schön erklärt habt. Lilly ist ein bisschen ruhig.